hatte nie genug Munition. Nie genug Munition. Und wenn du genug Munition gehabt hättest, durftest du sie nicht mitnehmen. Ja! Schau mal, du hast noch einen Platz frei in deiner Tasche. Nimmst du diese Munition, diesen Schlüssel oder diesen Raketenwerfer? Jeder normal denkende Mensch will einen Raketenwerfer. Da komme ich auch durch die Türen durch. Stabile Türen. Nee, ich muss sagen, ich habe das Spiel immer auf dem PC gespielt, weil ich einfach mir da den Raketenwerfer cheaten konnte. Ja, ich bin Cheater, ich weiß, ich bin nicht mehr so geduldig wie früher. Aber das Problem einfach bei Resident Evil, ich weiß noch, damals war ein Kumpel bei mir, wie gesagt, ich hatte Angst vor diesem Spiel. Kumpel kam vorbei, kommt, wir spielen eine Runde zusammen Resident Evil. Wenn ich sage, wir spielen eine Runde zusammen Resident Evil, dann heißt das, er setzt sich vor die Playstation und lässt mich stundenlang nicht an das Teil ran. Ihr kennt solche Freunde. Hey, guck mal, ich will dir mein neues Spiel zeigen. Darf ich? Nein. Freunde. Nee, aber er war dann bei mir so von 10 Uhr morgens bis 2 Uhr morgens nonstop Resident Evil nochmal durchgespielt, nochmal durchgespielt, nochmal durchgespielt. Irgendwann sind wir dann am Abend ins Bett gegangen, wollten schlafen gehen. Schön in die Decke eingekuschelt. Und dann hören wir ein Geräusch. Wir standen im Bett. Was war das? Ich weiß es nicht. Was war das? Ich weiß es nicht. Draußen vor dem Fenster fährt ein Moped durch. Ich hasse das Spiel. Aber das Spiel, damals hat man sich doch richtig gefürchtet. Auch wenn man irgendwo durch einen langen Gang musste, man wusste, man ist tot. Man hat noch 3 Kugeln und irgendwo kommt was. Okay, da war nix. Auf dem Rückweg, aber jetzt kommt was, jetzt kommt was, jetzt kommt was. Wieder nix. Das zieht sich dann so 2 Stunden lang hin und her, bis man sich dann gewöhnt ist, hier ist ja nix. Ich hasse das Spiel. Aber das Geilste war, bei Resident Evil konnte man ja vor allem beim 2 noch zusätzliche Dinge freischalten. Zusätzliche Klamotten, nonstop den Raketenwerfer oder auch Maschinengewehr mit unendlich Munition. Man musste dafür das Spiel nur komplett durchspielen innerhalb von 2 Stunden. In 2 Stunden war ich noch nicht durch die 4. Tür. Oder auch schön, es gab noch was Schönes. Das Geist, wo man sich freischalten konnte, das war ein sogenannter Zusatzmodus, der sogenannte Tofu-Modus. Ich sehe schon Leute, hä? Manche kennen ihn sogar. Dafür musste man das Spiel durchspielen in 1,5 Stunden. Man durfte sich nur einmal heilen und man durfte seine Waffen niemals upgraden. Wie gesagt, fuck you. Und was war jetzt dieser Tofu-Modus? Der Tofu-Modus, das war jetzt eine Mission. Man muss sich einfach aus der Kanalisation auf das Dach des Polizeigebäudes kämpfen. Mit einem Messer bewaffnet. Nur mit einem Messer bewaffnet. Als 1,80 Meter großes Stück Tofu. Das sah so aus. Ich wiederhole, ein 1,70 Meter großes Stück Tofu, oder wie ich es nenne, Kaugummi, im Kampf gegen Killerzombies. Wer sieht den nächsten Uwe Boll-Film schon praktisch vor sich? Für Michael Bay hat es zu wenig Explosionen. Nee, aber damals, das war ein super Spiel. Das war wenigstens noch hart.
frühere Spiele, die waren schwierig, die waren hart, man konnte nicht dauernd ins Internet gehen, mal wieder rausfinden, wie komme ich da weiter, sondern man hat noch richtig gekämpft. Und das sind Dinge, die gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es in meinen Augen keine Spiele mehr, die wirklich, wirklich schwer sind. Nennt mir ein Spiel, das wirklich schwer ist. Ich wusste es, Dark Souls ist aber schwer. Ist es nicht. Ein Spiel mit automatischem Speicherpunkt, wenn du stirbst, kommst du zurück zum letzten Bonfire und der Möglichkeit, sich hochzuleveln, um stärkere Gegner besiegen zu können, ist nicht schwer. Nicht richtig schwer. Donkey Kong Country Returns. Was? Donkey Kong Country Returns. Ja, okay. Das ist aber wieder ein altes Spiel, das sie neu aufgelegt haben quasi. Nee, aber ich rede von harten Spielen. Ich rede von solchen Spielen, bei denen man seinen Controller frisst. Und zwar Spiele wie das hier. Die Retro-Zocker kennen es noch. Ghosts and Goblins, ich muss da rausholen. Es gibt eine Version auf der PlayStation Portable, die hat Leben.